in diesem Video. Liegt einer auf der Nase? Steht jemand im Hintergrund? Sieht es nicht ganz taufrisch aus? Und schaut einer durch die Gegend? Moin Leute aus dem Hochland der Westfjorde. Wir erinnern uns, gestern hier spät Nacht angekommen, eigentlich morgens Sonnenaufgang geguckt und dann hier gepennt im Umkreis, kein Campingplatz innerhalb einer Stunde zu erreichen. Deswegen freigestanden in Island, geht auch mal zwischendurch. Ich habe hier an unserem kleinen Seli super gepennt. Ich glaube auch nicht, dass wir jemanden gestört haben. Heute Morgen fuhren ein paar Autos vorbei, vermutlich alles Touristen. Zumindest die, die ich gesehen habe, Dacias. Ja, und hier liegt ein klarer See vor uns. Sehr friedlich, sehr ruhig hier. Fische sehe ich keine. Ihr? Wir stehen übrigens auch nicht irgendwo neben der Piste, sondern auf der Piste. Zufahrt in den See. Heute wollte noch keiner rein. So viel zur Umgebung. Wir machen uns abfahrbereit, denn das Netz ist hier sehr schlapp. Ich brauche ein bisschen mehr Netz. Also Abfahrt. 13 Uhr ist es ungefähr. Dann mal auf in den heutigen Reisetag. Mal schauen, was uns erwartet. Die Westfjorde auf jeden Fall. So begeben wir uns also auf einer staubigen 608 wieder zurück. Fahren den gleichen Weg wie gestern Abend bergab mit toller Sicht in Richtung 60. Denn wir wollen heute tiefer in die Westfjorde eindringen. Und dafür brauchen wir die 60. Die Schotterpiste der 608 ist auch bei Tag gut zu fahren. Wir kommen zügig wieder runter von unserem Hang und treffen dann wieder auf die 60, der wir dann entsprechend folgen werden, die nächsten vielen Kilometer. Junge, Junge, das ist mal eine Straße. Ziemlich schottrig und staubig das Ganze. Wir biegen hier mal rechts ab auf ausgefahrenem Weg, denn ich habe festgestellt, hier oben auf dem Berg, top Internet, 4G. Da bleiben wir mal eben stehen. Da kann ich arbeiten, Video hochladen und Aussicht genießen, denn die ist auch nicht von schlechten Eltern. Die Sicht kann schon was, oder? So wie der Laptop. Hab fertig gearbeitet für den Moment. Das Free Bears Porridge. Oh nein. Ich lerne das wohl nie. Nicht aussprechen. Immerhin, Flauschi hat es, glaube ich, nicht mitgekriegt. Oh, verdammt! Das ist jetzt ein bisschen das Dilemma mit der Lounge. Da drüben sitzen Kobelot und Friedrich. Ich kann das Bett also nicht hochfahren, denn die sitzen ja auf dem Bett. Den Stuhl kann ich auch nicht drehen vorne im Cockpit, denn da sitzen ja Monty, Flauschi und Fienchen. Rausgehen geht auch nicht, es ist zu windig und zu frisch. So, und jetzt? Steht unser Eins in der Küche und isst im Stehen. Jo. Fragt nicht, das Three Bears Porridge ist gegessen. Wir fahren jetzt der 60 folgend, dann auf die 62, immer hier dem Finger nach der Westfjorde bis an einen Strand. Und dann gucken wir mal, ob wir da bleiben oder noch weiterfahren. Sehr viel staubige Piste wird das jetzt geben. Ich glaube, auf den Westfjorden ist nicht mehr so viel asphaltiert, aber dafür haben wir das richtige Auto zum Glück. Dann mal los. Ich hoffe, ihr könnt noch und habt noch Spaß an Island. Ohne euch wäre es hier ziemlich langweilig, also freuen wir uns immer, wenn ihr wieder mit einsteigt. Jetzt geht's weiter über Rumpelpiste, Schotter und Staub begleiten uns noch eine ganze Weile. Die Landschaft wird auch immer schöner und es geht weiter hoch und runter. Ich erzähle euch aber lieber noch ein bisschen was über die Westfjorde. Die Westfjorde sind über einen schmalen Landhals mit Island verbunden. Die Halbinsel ist im Nordwesten von der Dänemarkstraße und im Nordosten von der Grönlandsee umgeben. 30% der Küstenlinie von ganz Island entfallen auf die Westfjorde. Bei Unwetter im Winter und bei Schnee sind die Schotterstrecken hier nicht selten unpassierbar. Trotzdem ist natürlich der inländische Gütertransport auf die Straßen angewiesen, denn Fähren gibt es hier keine. Die Schifffahrt dient allein der fischverarbeitenden Industrie. Kleine Flugzeuge können auf den unbefestigten Schotterpisten, die hierunter angelegt sind, landen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen Basken als erste europäische Walfänger in die Westfjorde und gründeten dort Fischerstationen. Für die Kommunikation mit den Isländern benutzten sie eine Mischung aus Baskisch und Isländisch.
2008 umfasste die Region ungefähr 7.370 Einwohner. Sehr dünn besiedelt das Ganze also. Nur 3% der isländischen Gesamtbevölkerung wohnen dort. Ja, wieder mal über den Pass gebrettert. Machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause. Noch scheint die Sonne und es sieht relativ warm aus, was es aber nicht wirklich ist. Aber auch daran haben wir uns gewöhnt. Jetzt in die Sonne stellen. Pause. Für uns gibt es jetzt übrigens zwei Möglichkeiten und ist gar nicht so einfach zu entscheiden. Die erste Möglichkeit wäre, an einen Strand zu fahren. Das sind ungefähr noch 30 Kilometer zu fahren und da den Tag zu beenden für heute. Oder 50 Kilometer zu fahren und nochmal die Möglichkeit zu haben, Puffins zu sehen. Das ist jetzt nicht einfach und da hilft eigentlich nur eins. Kekse tunken ist das Einzige, was eine Lösung bringt, glaube ich. Scheiße, ich habe keine Milch mehr. Oh fuck. Geht gar nicht. Wie kommen wir dann zu einer Lösung? Müssen wir Whisky trinken? Ist auch doof. Oh, jetzt will man hier in Ruhe zu einer Entscheidung kommen. Was fährt vor? Das riese Auto. Macht da nicht einfach. Oh, ich könnte mir einen Kaffee machen. Kann ja auch tunken. Ha, geil. Und schon kriegt der Wasserkocher Arbeit. Ruckzuck geht es. Und hinter flackt der Rest der faulen Bande rum. Ist unglaublich. Ich glaube, irgendjemand will mich ärgern. Bis gerade war es hier noch sonnig und warm. Warte 5 Minuten, dann ändert sich das Wetter. Ja, geil. Wolken, Sonne weg. Puh. War der Wasserkocher zu langsam. Egal, Pause. Nach den Keksen, ja, ich habe drin weitergegessen. Draußen war es zu frisch. Guck jetzt mal noch, was es mit dem Kollegen da aus Stein auf sich hat. Und warum der da so rumsteht. Tja, scheiße, alles auf Isländisch, Kopf. Ich hab's schon fast vermutet, es geht hier um die Truppe, die die Straße gebaut hat. Die haben sich hier ein kleines Denkmal gesetzt. 1947 haben sie die hier in den Fels gehauen. Und ja, das Denkmal haben sie, glaube ich, verdient. Ne? Strecke ist top. Den Shot konnte ich jetzt gerade noch machen und dann kommt ein Reisebus daherfahren. Und ja, wir ziehen uns mal zurück. Da wir noch ein paar Kilometer vor uns haben, machen wir uns mal auf den Weg. Genießen noch ein wenig Asphalt. Die 60 führt uns erstmal bergab und unten am Fuß des Passes, wo der Fjord wieder beginnt, biegen wir dann ab auf die 612, folgen dem Fjord, biegen um eine Kurve und stehen dann vor einem Wrack, das am Wasser liegt. Da fragen wir uns doch gleich mal, hat der Co-Pilot da wieder seine Tatzen im Spiel oder wo kommt das her? Was für einen Hintergrund hat das Schiff? Das müssen wir natürlich ein wenig erkunden. Deswegen gibt es noch einen ungeplanten Aufenthalt hier. Nettes Pärchen, der Kaiman und das Schiff, oder? Jo, und der Dampfer hier, der liegt schon länger. Die BA-64 wurde 1912 in Norwegen gebaut und gestrandet ist sie hier 1981. Bitte nicht betreten, es besteht die Gefahr für Verletzung, das glaube ich sofort. Und wenn man mal so davor steht, ist der Kahn gar nicht so klein. Er dünkt mir hinten etwas tiefer gelegt, aber sonst, dafür, dass er hier schon 40 Jahre liegt, top in Schuss, bisschen Farb und das Ding fährt wieder. Problem bei der Sache, hinten ist es dann doch schon recht durchgerostet. Das könnte problematisch werden. Da bräuchte es ein paar zusätzliche Stahlplatten. Sieht mal echt abenteuerlich aus da drin. Da ist noch Holz. Eieiei, Rohre liegen da noch drin. Aber ziemlich verrottet das Holz. Kein Wunder. Steht ja auch schon eine Weile hier drum. Und riecht so ein bisschen noch nach Diesel und Öl. Naja, und so ein bisschen reingehen kann man ja mal. Ne? Tisch und Stühle stehen noch drin. Ein paar Kabel hängen noch rum. Tino, müsstest vielleicht noch ein paar Strippen ziehen, aber dann läuft es wieder. Und wenn wir zum Vorderdeck laufen, springt uns jetzt hier nichts an. Sieht es auch noch super aus. Kann ich nicht maulen. Tja, innen drin steht ganz schön Wasser. Seht ihr das? Da schwimmen wohl schon die Fische drin. Spannende Geschichte hier. Also ich vermute, es braucht wohl doch ein bisschen mehr als nur ein Sack Farbe. Möglicherweise neue Kabel und ein bisschen Öl noch. Wir wollen unser Glück aber mal lieber nicht überstrapazieren. Gehen wieder vor die Tür. Das Ding sieht echt aus, als würde es bald kollabieren. Wir können aber festhalten, die Crew hat sich einen super Spot rausgesucht, um das Ding hier zu versenken. Landschaftlich sieht es schon mal recht cool aus hier.
Und sie sind auch schön gerade am Strand angekommen. Nicht irgendwie verquer oder gedreht, sondern mit den Wellen rangesurft. Ich hoffe, dabei ist niemand zu Schaden gekommen. Und das gute Stück ist das älteste Stahlschiff Islands. Der Kahn konnte damals per Segel oder per Dampfmaschine gefahren werden und war für den Walfang im Südatlantik bestimmt. 1936 verkaufte Norwegen das Schiff an die Färöer Inseln, die nach dem Zweiten Weltkrieg es wiederum an Island verkauft haben. Dort wurde es umgetauft, die Dampfmaschinen durch Dieselmotoren ersetzt und 1963 wechselte das Schiff seinen isländischen Eigentümer und erhielt schließlich seinen jetzigen Namen. Im Dezember 1981 wurde das Fischereischiff ausgemustert, doch anstatt es im Meer zu versenken, schleppte man es an die Küste des hiesigen Tals und seitdem rostet das Ding hier vor sich hin. Jo. So macht man das auf Island. Jo, wissen wir Bescheid, ne? Weiter. Und wichtig noch, wenn ihr hier auch lang fahrt, auf dieser gesamten Strecke gibt es keine Tankstellen mehr. Also entweder habt ihr Sprit oder ihr lauft. Und als wir hier gerade vom Hof rollen, kommt ein Auto, das wir schon zweimal gesehen haben und auch noch mal sehen werden im weiteren Verlauf des Tages. Nothing out there could ever stop me. From chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la 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 lovely. I keep on running, no, I shouldn't want it. I keep on falling right until you're gone. I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. So, wir sind angekommen. Jetzt gucken wir mal, wo die Vögel sind. Bisher haben wir noch keinen gesehen. Aber ich habe so eine Vermutung, dass sie da oben sind, weil da sind alle anderen auch, die hier parken. Es ist nämlich für 9 Uhr noch einiges los am Ende der Welt. Und ist klar, ne? Übernachten darf man hier natürlich auch nicht. Ja, und da läuft sie hier plötzlich rum und da hockt sie im Gras. Seht ihr den? Mittig im Bild, schüttelt den Kopf. Grandioser Spot. Ist zwar nicht so viel los wie in den Ostfjorden, was Flugverkehr angeht, aber sie stehen schon geil rum und sitzen rum. Gewaltig. Und man kommt so nah ran. Ziemlich grandios heute Abend. Jetzt kommt ja auch noch mal tatsächlich die Sonne raus und bestrahlt den Hügel hier. Wow. Wenn sich mal eine Gurkerei gelohnt hat, dann diese hier. Thank you.
Neben den Puffins brütet hier auch, glaube ich, noch die gesamte andere Vogelwelt. Ordentliches Geschrei da hinten an den Felsen. Bin jetzt ein Stück weiter gelaufen und hier gehen die Klippen noch weiter und das Gebrüte auch. Ordentlicher Flugverkehr von allem, was fliegen kann. Puffins hier oben aber nicht anzutreffen. Die sind wahrscheinlich zu flugfaul und sind eher unten. Das waren also die Puffins. Leck durchgefroren, 23 Uhr. Wir fahren mal zum nächstgelegenen Campspot. Und da es hier nicht weitergeht, weil Endstation, müssen wir natürlich zurück. Die Sonne tief am Himmel, kurz vorm Untergehen. Grandioses Licht wieder. Und ich jage die Strecke zurück. Ungefähr 10 Kilometer sind es nochmal bis zu einem Campground, den ich gesehen hatte. Da geht es dann auch nochmal auf die Sonne zu, runter ans Meer. Grandios, einfach wieder genial, dieses Licht, dieser isländische Abende, die einfach nicht enden wollen. Und dann haben wir auch den Campground gefunden. Es ist wenig los, wir finden noch locker einen Spot und dann beginnt der Abend eigentlich erst so richtig. Tja, da sind wir angekommen. Die Sonne ist weg, tatsächlich hinter den Wolken, voll verarscht. Ein bisschen restliche Farbe ist aber noch da, dennoch mehr ein Rohrkrepierer als ein infernales Untergehen. Ich muss jetzt noch mal kurz vorne auf das Schild gucken, wann man sich hier wo anmelden muss. Nicht, dass es hier noch Fragen gibt. Und ich muss leise reden. Die ersten schlafen hier tatsächlich schon. Da drüben das Hotel Breidavik. Sieht ein bisschen in die Jahre gekommen aus, wenn ihr mich fragt. Der Spot hier sonst aber immerhin mal kaum Wind und eigentlich super schön gelegen. Jo, klare Ansage, Duschen sind 24 Stunden offen, Waschmaschine gibt's auch, Strom auch. Und wer nicht zahlen geht, sondern wenn sie rauskommen müssen, kostet es 50% mehr. Es ist 15:45 Uhr, also gehen wir mal in die Rezeption. Gucken wir mal, ob jemand da ist, da noch irgendwo auf ist. Oh ja. Wichtiges Schild, Reception is at the bar. Und die Bar geht hier lang. 2400 Kronen sind wir jetzt ärmer, da können wir duschen bis der Arzt kommt und Wäsche waschen auch. Die Duschen verstecken sich in dem weißen Gebäude da geradeaus und der Gemeinschaftsraum ist das braune da links. So, jetzt stehen wir irgendwie im Haus. Hier ist Jay, der macht... Hallo! Der macht noch Pancakes! Ah! Holy crap! Ihn habe ich schon das dritte Mal, vierte Mal jetzt getroffen und so haben wir gesagt, wir essen noch einen Happen zusammen. So, der Teig wird gemacht, schon das zweite Mal. Jay macht das super. Wir sind auch ein paar mehr geworden. Und meiner ist jetzt auch fertig, kann jetzt essen. Ich habe auch das leicht hüngerli. Pancake nach Mitternacht. Saugeil. Super nice. Jay? Can I hire you? Yeah. The pancake man? Is it actually good? Oh, it's perfect, man. Whatever happened, man. Delicious. Jo, da bin ich wieder zurück in Zottel. Was für ein Tag. Der hatte sich komplett anders entwickelt, als ich anfangs gedacht hatte. Aber es war wieder sau cool. Leute getroffen, hier einen schönen Abend gehabt bei Pancakes mit Holländern und einem Norweger. Lustige Mischung. Echt Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir mal pennen und gucken, was morgen hier so passiert und wo es hingeht. Plan haben wir wie immer noch keinen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das heutige Video gefallen hat. Gerne auch einen Kommentar. Dürft auch abonnieren, das kostet nicht, tut nicht weh und freut uns riesig. Und vielen Dank fürs Amazon Partnerlink verwenden und den PayPal Support. Coole Sache, freut uns jeweils riesig. Und jetzt gucke ich mal, dass ich den Dicken da aus dem Weg räume, dass ich dahin passe. Gute Nacht. Ciao zusammen.